tatsächlich doch hin. Hier aus Berlin, beziehungsweise jetzt gerade in diesem Moment befinde ich mich ganz knapp außerhalb von Berlin. Nämlich genau genommen in befinde ich mich in Potsdam quasi. Und habe mir gedacht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Also, es ist ja so, ich bin ja nicht mehr ganz jung. Ne? Und hier diese Wälder, in denen ich gerade umherstreife, in diesen Wäldern auch der See, zu dem wir gleich noch kommen, habe ich früher mit Freunden sehr viel Zeit verbracht. Deswegen hatte ich mir gedacht, ey komm, heute ist Sonntag, du musst irgendwie deinen Rhythmus ein bisschen beibehalten. Sprich, du musst einen kleinen Vlog aufnehmen. Und wieso machst du es nicht da, wo du früher mit deinen Kumpanen so viel Mist gemacht hast? Es gibt eigentlich diese Woche auch gar nicht so viel zu erzählen. Was YouTube angeht, der Adventskalender kommt zu seinem Ende. Ich komme ganz schön hier ins schwere Atmen, weil, da lag gerade Hundescheiße, ist das nicht schön, weil es hier recht schnell hochgeht, wie ihr seht. Und der Adventskalender geht zu Ende. Es war schön, es war recht erfolgreich. Haben sehr viele Leute mitgemacht. Es haben auch eine ganze Menge Leute gewonnen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und übermorgen ist schon Heiligabend, ey. Lutsch mir die Eier. Ist doch mal ein guter Heiligabendspruch. So, und jetzt sind wir hier ganz oben. Und jetzt kann man da unten auch schon den See sehen. Seht ihr das Helle da unten? Das Helle oben ist der Himmel. Das Helle unten ist der See. Latschen wir jetzt einfach mal hin. Und ansonsten, Trails kommt weiterhin sehr gut bei euch an. Finde ich super. Es geht mal wieder auf. Das Konzept, was nicht wirklich ein geschriebenes Konzept ist, sondern einfach so kommt, dass ich ein absoluter Noob bin in den meisten Spielen. Aber ich meine, solange es mir Spaß macht und solange es euch Spaß macht, ist ja eigentlich alles gut. Ich bin übrigens so außer Atem, weil ich schon eine ganze Weile unterwegs bin. Ist klar. Und ist letzte Woche sonst noch was passiert? Sagt mal, was passiert in Zukunft? Nö, letzte Woche ist eigentlich mal wieder nichts passiert. Ist das nicht schön? Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht. Da müssen wir uns gar nicht so sehr über YouTube hier heute unterhalten. Sondern können uns auch mal über was anderes unterhalten. Zum Beispiel, dass man doch mal in der Weihnachtszeit ein bisschen was anders machen sollte. Ich komme jetzt hier nicht mit typischen Weihnachtsgedanken. Weil doch eigentlich sind sie schon recht typisch. Aber mir ist eben aufgefallen, dass ich zum Beispiel, ich mache halt extrem viel YouTube und habe so einen Tagesrhythmus. Und dadurch, dass ich eben jetzt nicht zu Hause bin, sondern bei meinen Eltern in Berlin, wie gesagt, ist es ganz schön, dass ich jetzt mal von diesem Rhythmus wegkomme. Sprich, dass ich YouTube mal YouTube sein lasse, bis auf diesen Vlog und den Adventskalender. Ganz kommt man eben doch nicht weg. Aber dass man einfach mal so ein bisschen um die Weihnachtszeit herum mal einfach sagt, scheiß drauf. Scheiß einfach mal drauf und entspann dich. Einfach mal richtig schön entspannen. Nichts tun. Mit Menschen zusammen sein, die man gern hat und ein bisschen quatschen. Und ja, einfach mal irgendwie so die Welt sein lassen. Weil irgendwie habe ich den Eindruck, man hetzt die ganze Zeit nur so hin und her. Von Termin zu Termin. Man versucht immer alles zu schaffen. Schafft letztendlich viel weniger, als man möchte. Und wieso nicht einfach mal ein paar Tage zumindest einfach mal chillen. Einfach mal sagen, ey komm, reicht jetzt.
die Welt muss auch mal ohne mich klarkommen. Und ich merke halt tatsächlich, ich bin ja erst gestern, ich musste meinen Berlin-Besuch um einen Tag nach hinten verschieben, weil ich mit den Videos nicht fertig geworden bin. Und deswegen, ich bin erst einen Tag hier und schon empfinde ich eine solche Entspannung, Freiheit, ich weiß nicht, wie man es besser nennen kann, aber es ist schon tatsächlich so, dass man irgendwie, wenn man auch mal komplett rauskommt, dann ist es auch so, dass man ganz, ganz anders lebt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich muss da gar nicht so viel reden, weil im Grunde genommen ist es doch wieder so eine 0815-Ansprache. Aber es wird mir, glaube ich, dieses Jahr oder auch ja in den letzten Jahren war es noch nicht ganz so extrem, aber dieses Jahr wird es mir halt sehr, sehr bewusst, dass es tatsächlich so ist, dass man neben so vielen Dingen, die man immer macht, die man immer machen will und dann doch nicht schafft und man hetzt irgendwie von einem Ding, das man fertig machen will, zum nächsten und man vergisst da irgendwie so ein bisschen auch einfach mal zu genießen. Zu genießen, dass man eben tatsächlich, zumindest mir geht es so, ein recht geiles Leben hat. Und dafür sollte man auch mal dankbar sein. Und ich glaube, die Dankbarkeit zeigt man nicht, indem man den ganzen Tag nur ackert, 365 Tage im Jahr. Und irgendwie vergisst, worum es eigentlich im Leben geht. Sondern man zeigt die Dankbarkeit eher dadurch, dass man einfach mal sich sagt, heute nicht. Heute, hoppala, da waren ein paar Eicheln, wäre ich fast drauf ausgerutscht. Heute werde ich mal ganz entspannt nichts tun. Beziehungsweise nichts tun im Sinne von nichts, was anstrengend ist. Sondern einfach nur genießen. Das Leben genießen. Und jeder macht das natürlich auf seine Art und Weise. Ich mache es zum Beispiel jetzt gerade auf diese Art und Weise. Für mich beginnt der Sonntag jetzt heute um, wann bin ich aufgestanden? Um 10.30 Uhr. Ich glaube mittlerweile ist es 11.30 Uhr. Nee, 12. Knapp 12 Uhr müsste es sein. Und dann werde ich heute noch zu meiner Oma fahren, die ich lange nicht gesehen habe. Da werde ich mich auch sehr drauf freuen, beziehungsweise da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr schön. Und mit meinen Eltern noch ein bisschen Zeit verbringen. Und irgendwie ist es einfach ein absolutes Genießen. Und ich hoffe, die nächsten Tage kann ich das auch beibehalten, indem ich mich mit Freunden treffe, die ich lange nicht gesehen habe, da ich eben nicht mehr hier in Berlin wohne. Und irgendwie, ja, man kann schon sagen, ich bin dafür dann doch recht dankbar. Ne? Und guck mal da unten, so war es früher hier auch. So haben meine Freunde und ich früher, meine Kumpels, wir haben da unten haben auch immer so Höhlen gebaut, so kleine Häuser aus dem ganzen Unrat hier. Und es ist leider ja nicht mehr so üblich. Ne? Es ist leider nicht mehr so üblich, dass junge Menschen so was machen. Sondern die sitzen lieber vorm PC und zocken. Mache ich ja auch, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass meine Eltern da früher gesagt haben, nee, für dich gibt's noch keinen PC, für dich gibt's keinen Fernseher, für dich gibt's keine Konsole. Denk dir mal was aus, was du draußen machen kannst. Und uns ist echt eine ganze Menge eingefallen. Muss ich echt sagen. Und das hier ist mein absoluter Lieblingssee. Seht ihr das eigentlich? Dass hier nirgends ein Haus steht? Ich glaube, an dem ganzen See gibt es nur zwei Grundstücke, die direkt ans Wasser gehen. Ansonsten ist es hier alles Naturschutzgebiet. Das ist der absolute Wahnsinn. Man glaubt es nicht. Es ist nur, mit dem Fahrrad sind es 20 Minuten bis hierher von meinem Elternhaus. Und
das ist schon gut, dass ich hier aufgewachsen bin, muss ich echt sagen. Weil, wie gesagt, obwohl ich heutzutage gar nicht mehr so lebe, sprich, ich bin viel im Internet, ich bin eigentlich viel zu lange drin, viel zu wenig draußen, bin ich froh, dass ich früher eben auch anderes kennengelernt habe. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass man alles kennenlernt quasi. Ich weiß irgendwie, welchen Wert das Ganze hier hat. Ne? Zum Beispiel das Wasser da. Wenn ich den ganzen Tag hier rumstehen würde. Es hat so was Entspannendes einfach. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, aber ihr müsstet ihn hören. Den kleinen Specht, der da oben hackt, schlägt, ballert, knallt. Da oben knallt ein Specht. Und jetzt ist er natürlich komplett still. Ist ja klar. Arsch. Komm schon, tu was. Kann man da ranzoomen? Nicht nur in Spielen gibt's Arschlochvögel, auch in echt. Jetzt möchte ich hier gerade mal was demonstrieren, ja? Und schon ist er still. So, ich bin jetzt hier noch eine Weile durch den Wald und am See entlang gelatscht. Und um mal zum Ende der gefühlsduseligen Dinge zu kommen, schmeiße ich mal noch so einen Gedanken hier in den ins Gehölz. Und zwar, irgendwie ist uns das alles hier, ja, was wir jetzt hier so sehen, das alles, hier, so, ja, ja, so, so ist, glaube ich, die Kamerafahrt am besten, das alles hier ist einem noch irgendwie viel zu egal, oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, weil man viel zu weit weg davon lebt. Wann kriegt man denn hier schon sowas mal mit, gerade als Großstadtmensch? Gar nicht. Da kümmert man sich um Benzinpreise und nur so einen Scheiß, der eigentlich vollkommen nichtig ist. Und eigentlich sollte man sich viel mehr um das hier kümmern. Denn, das ist zwar kein neuer Gedanke und der kommt auch nicht von mir, ist ja klar, wenn es das hier alles nicht mehr gibt, dann gibt es uns auch nicht mehr. Insofern, vielleicht denkt der ein oder andere von euch ja mal darüber nach, weniger mit dem Auto zu fahren und stattdessen ein bisschen mehr zu Fuß unterwegs zu sein oder mit dem Fahrrad oder vielleicht auch mal zu spenden. Irgendwo was, was mit hier, mit Natur zu tun hat. Ich finde es ja grundsätzlich, ihr merkt, der Gedanke geht doch noch ein bisschen länger, die Gefühlsduselei. Ich finde es ja grundsätzlich immer gut, ne? Dass bei Flut und was weiß ich was, dass da Menschen geholfen wird. Ist eine ganz klare Sache, muss gemacht werden. Und wenn man selbst irgendwie in einer Situation ist, wo man plötzlich alles verloren hat, sein Heim und sein Leben im Grunde genommen, dann freut man sich natürlich, wenn man von den Gleichen seiner Art, sprich den anderen Menschen, auch ein bisschen Unterstützung bekommt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass Natur ein bisschen untergeht bei dem Ganzen. Und dass viel weniger für Naturschutz gespendet wird, als eben direkt für Menschen getan wird. Und langfristig ist es total bescheuert. Wenn man das große Ganze sieht, die ganze Menschheit, dann rotten wir uns mit diesem Verhalten aus. Wir sorgen dafür, dass es den Menschen immer besser geht und dem Planeten immer schlechter. Ja, naja, wie auch immer. Wir lassen das jetzt mal. Zu YouTube und der ganzen Internetsache, wie gesagt, habe ich diesmal nicht so viel zu sagen. Mir ist jetzt auch, während ich hier durch die Wälder geschritten bin, ich fühle mich ein bisschen wie, wie heißt der? Der braune Zauberer in Der Hobbit,
Radagast, oder? Ja. Ich weiß nicht, wer den zweiten Teil schon gesehen hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Werde ihn aber in den nächsten Tagen gucken. Nee, mir ist auf jeden Fall hier in den Wäldern ist mir nichts sonst eingefallen zu YouTube, was ich groß sagen könnte. Die einzige Veränderung, die es jetzt demnächst geben wird, aber auch erst ab nächstes Jahr, ist die, dass Starbound nicht mehr jeden Tag kommt. Das war auch von vornherein so geplant. Wir wollten nur bis Ende des Jahres uns in Starbound ein bisschen einfuchsen und euch alle mitnehmen quasi. Und Anfang des Jahres kommt es dann, denke ich mal, 2-3 Mal pro Woche. Und da ist wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann kommt wieder irgendwas anderes, irgendwas Neues. Mal gucken. Alles andere bleibt wie bisher. Es wird nur besser. Ja, nee. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, weil ansonsten puste ich wieder hier so rum. Ansonsten wünsche ich euch schöne Weihnachten und irgendwie entspannte Tage. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste. Entspannen. Einfach mal, ne, was ich eingangs auch gesagt habe, einfach mal abschalten. Einfach mal alles andere. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage, werde ich einfach, wenn ihr versteht, was ich meine, richtig schön scheißen. Nee, genießt die freien Tage, falls ihr Weihnachten nicht feiert, falls es nichts für euch ist. Wer weiß, aus welchem Grund auch immer, ist ja auch vollkommen okay. Dann genießt, nehmt auf jeden Fall das Positive, das Eigentliche dieses Festes mit. Auch wenn es nicht euer Fest ist. Genießt einfach die allgemeine Ruhe, die eigentlich herrschen sollte. Und lasst euch nicht anstecken von irgendwelchen letzter Drücke Geschenke kaufen und diese Hast, die teilweise hier jetzt doch entsteht. Ich habe es dieses Jahr ganz gut umgehen können. Indem ich einfach mich schon frühzeitig um Geschenke und so gekümmert habe. Und ja, also, ich wünsche euch was. Habt ein paar richtig schöne Tage, fresst euch richtig voll. Habe ich ja schon ein paar Mal in der Adventszeit gesagt. Die Adventszeit ist eben dafür da. Auch einfach mal darüber nicht nachzudenken, was man so in sich hineinschaufelt. Und falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, ich denke mal schon, dass ich am nächsten Sonntag wieder noch ein Vlog hinbekomme, weil ich ja nächsten Sonntag schon wieder in Hamburg bin, da sollte das eigentlich kein Problem sein. Falls wir uns aber nicht mehr hören dieses Jahr auf diesem Wege, dann macht euch keine guten Vorsätze. Ich habe mich mit Fred in der Heiligabend-Special-Ausgabe von Trials, da kommt etwas auf euch zu. Ich empfehle euch, das auf jeden Fall zu sehen. Wenn ihr Heiligabend oder in Weihnachtsfeiertagen keine Zeit habt, dann guckt es auf jeden Fall noch ein bisschen später. Ist schön. Wir wollten eine Viertelstunde aufnehmen, daraus sind 1 und 3/4 Stunden geworden. Ist schön. Nee, da sind wir auf jeden Fall zum Schluss gekommen, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, sich irgendwie gute Vorsätze zu machen. Irgendwie sowas wie, ja, im Februar 2014, da gehe ich dann ins Fitnesscenter und mache Sport. Oder ab morgen esse ich nur noch einmal in der Woche eine Tafel Schokolade und sonst keine Süßigkeiten mehr. Das ist Bullshit. Wenn ihr etwas machen wollt, dann macht es sofort. Setzt es sofort um. Ich krieg's immer besser hin. Fällt mir auf. Denkt auch mal nicht so lange darüber nach, über gute Dinge. Wenn ihr von Grund auf wisst, das ist was Gutes, für mich oder für andere oder was auch immer, dann macht es einfach. Denkt nicht darüber nach, sondern macht es. Das ist Bullshit. Dadurch verpasst man viel zu viel. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt und macht es jetzt und nicht morgen. Gut. War irgendwie ein komischer Vlog, habe ich so den Eindruck. War irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist hier die Wirkung des Waldes. Die Wirkung des Waldes. WW. Waldwirkung. Gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was. Und wir hören uns
natürlich in 1000 anderen Videos, die jetzt noch kommen und auch im nächsten Vlog. Und da oben ist wieder ein Specht. Den müsstet ihr auch sehen. Mit diesen Bildern melde ich mich ab. Nee, ich glaube, den seht ihr nicht. Why don't you just leave me alone? The straw long ago cracked the camel's backbone. I'd rather just feel alone than feeling all the feeling that I feel when back home. Cause I can be me and my own, and now you're coming at me gunning like Rambo, that's cold. So I just keep in the zone and let the bullets fly by.